Heute brechen wir unsere Zelte in Amatxio ab und begeben uns in Richtung spanische Grenze an den Grenzort Monte Gordo. Den Grund unserer Abreise seht ihr selbst. Sauwetter. Ja, und jetzt muss die Inge nochmal gehen, weil unsere Telefonnummer anscheinend nicht richtig war. Mein Gott, bei dem Sauwetter. So, und jetzt gehen wir ins ungefähr 20 Kilometer entfernte Bollekheim und hoffen, dass wir da unsere deutsche Gasflasche noch gefüllt kriegen. Schon kein Hund raus bei dem Wetter, gell? Hund nicht, aber nicht. Aber in Spanien, da gießt. Es ist nicht kalt. Wir sind in Portugal, gell? Es ist nicht kalt, aber ja. Es ist der Regen. Tavira. Schon wieder falsch gesagt. Tavira ist es. Einfahrt in den Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt abfahren. Immerhin ist das Villa Real de Santo Antonio. Zweite Ausfahrt abfahren. Monte Gordo. Ob es da Gas gibt. Kutsche aufnehmen mit Esel. Ja, das ist das ist eigentlich das billige Wesen. Ja. Das glaubst du. Ja, habe ich es gesehen. Null Wartezeit. Also doch, Wartezeit schon, aber null Gas los. Die McDonalds ist auch noch halb voll. Aber trotzdem warten wir schon seit 10 Minuten. Das ist schon nachgekommen. Aber satt waren sie immer doch. Ja, wir sind wieder zurück in Monte Gordo auf dem Campingplatz Monte Gordo, weil das Wetter überall so schlecht war und Unwetterwarnungen waren auf die nächsten Tage noch, dass wir wieder zurück sind und jetzt das schlechte Wetter als Fahrtag genutzt haben. Und tatsächlich da in Monte Gordo ist es zumindest schon mal trocken. Zwar immer noch arg bewölkt, aber ich gehe davon aus, wir werden morgen weiter Richtung Spanien wieder zurück. Ja, und so ist es dann auch. Am nächsten Tag ist das Wetter zwar schöner, aber wir brauchen noch dringend Gas und fahren deshalb ins gegenüberliegende Ayamonte in Spanien. Aber auch dort gibt es kein Gas und deshalb fahren wir weiter nach Chipiona. Das Ganze über die Autobahn über Sevilla Richtung Cadiz und dann Richtung Chipiona. Wie der Fluss, gell? Also das ist ja eigentlich eher ein Flüssle, ein Tümpel. Aber grandiose Brücke, Konstruktion.
Wir waren noch in Ayomonte, um Gas aufzutanken, aber auch das klappte nicht. Hier sind wir auf dem Weg zurück zur Autobahn und sehen noch die schöne Brücke Richtung Portugal. In 50 Metern links abbiegen. Parking Nino de Oro. Ja, der ist voll. Der wo nicht voll ist, ist reserviert. Geht's ja gut? Ja. Alles reicht. Sau gut. Ein heftiger Wind geht, geht's mir am besten.